Wir sehen hier einen Kühlanhänger. Das ist mehr ein Technologieträger als ein effektives, nutzbares, kaufmännisch gerechnetes Fahrzeug. Wir sehen obendrauf, die sind ein bisschen schmutzig, aber das kommt vor, wenn es regnet oder wir Blütenstaub haben. Eine Solaranlage mit 2x130 Watt Solarleistung. Und mit diesen laden wir hier unten die Batterien. Wir haben hier zwei Staukästen. In diesen zwei Staukästen sitzen zwei Batterien drin, 150 Amperestunden, das heißt zusammen 300 Amperestunden Lithium-Batterien. Also der Preis des Batterien sind schon wesentlich mehr, wie der ganze Anhänger als Chassis kostet. Dann führen wir einen Wechselrichter, mit dem versorgen wir das Kühlaggregat. Also wir haben jetzt hier eine Autonomität auf dem Kühlanhänger von locker 2 Tagen, beziehungsweise als Tiefkühler. Dieses Kühlaggregat läuft kombiniert und so können wir den Anhänger als Tiefkühler oder auch als Normalkühlung nutzen. Klar, wenn dann schlechtes Wetter ist, brauchen wir ein zusätzliches 230 Volt Kabel zum Laden, zum Betreiben. Wir haben ja diverse Anhänger-Kühlcontainer im Sortiment. Wir können jetzt den hier ab Platz liefern. 120 Franken das Wochenende oder ein Transport oder einmal. Das Teil kann 500 Kilo laden, 30 Kisten Bier und vor allem, er ist, da er nur 750 Kilo Gesamtgewicht hat, fahrbar ohne Führerschein. Wenn man also Tiefkühlware transportieren muss von A nach B, ist das eine Möglichkeit. Hier mache ich euch einen Link über Transportkühler, Transcooler. Das ist im Prinzip das gleiche, einfach ohne Räder, was man hinten in eine Kühlbox, in ein Auto reinstellt und somit relativ schnell zu einem Kühlfahrzeug kommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.